Hat eine Erzieherin eine Dreijährige in Viersen im Kindergarten ermordet? Darauf deutet die jetzige Festnahme der ehemaligen Erzieherin hin. Der Vorfall soll sich bereits Mitte April ereignet haben. Das Kind sei mit einem Atemstillstand aufgefunden worden. Der Notarzt konnte nicht mehr helfen. Nunmehr soll also der Verdacht feststehen, dass Fremdeinwirkungen vorliegen. Der Vorfall offenbart nicht nur die Tiefen und Abgründe der menschlichen Psyche, sondern offenkundig auch, dass die Ausbildungen, die Erzieher genießen, nicht unbedingt die charakterliche, ethische Eignung hinterfragen. Zudem ergibt sich aus dem Sachverhalt auch, dass die von Seiten der Bundesregierung, der Familienministerin immer geäußerten Verdachtsmomente pauschal gegen Eltern zu Hause offensichtlich nicht richtig sind. Das Gewaltpotenzial, das vorhanden zu sein scheint, durchströmt, wenn überhaupt, alle, unabhängig davon, wer sie bezahlt und welche Profession sie haben. Es bestätigt sich damit nach wie vor der Verdacht, dass hier einseitige Kampagnen gegen Familien geführt werden, während von Seiten der betroffenen Politiker verkannt wird, dass dies offensichtlich überall, zu jeder Zeit und unabhängig von der Profession stattfinden kann. Wirkliche Details zum Tatgeschehen kann die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach noch nicht äußern, weil es sich selbstverständlich noch um ein laufendes Verfahren handelt. Es steht bisher auch nicht fest, ob vor der Tat die Erzieherin bereits vom Kindergarten entlassen wurde oder ob dies erst danach der Fall ist. In der Pressemitteilung ist jedenfalls nur von einer ehemaligen Erzieherin die Rede. Für ActivNews, euer Michael Langhans.